Eine neue Ausgabe von Kai Teste, diesmal mit einem Gerät zum Filmen. Ganz neu auf dem Markt ist ein Gimbal für Smartphones. Gimbal heißt, der steuert sozusagen die Lage des Smartphones aus, gedreht mit einer Canon Legria. Deswegen so ein bisschen die Optik dieser Kamera, die ich gerade auch noch selber ausprobiere. Und dieser Gimbal ist aus China, ist von der Firma Lampart. Und funktioniert mit einem einzigen Tastendruck hier unten auf diesen Knopf. Mal gucken, ob man das eine Hand auch bedienen kann. Und man sieht schon, er richtet sich aus automatisch. Jetzt habe ich ihn natürlich falsch rum in der Hand. Das heißt, ich würde normalerweise ja so drehen, indem, wie man sieht, die Kamera, das Smartphone, sich immer gerade ausrichtet, egal wie ich es halte. Damit kann man Kamerafahrten machen, die sind sonst mit normalen Handys kaum möglich. Man kann relativ extreme Winkel damit machen und auch noch das Handy steuern dabei. Das heißt, man kann trotzdem einnicken, aber alles funktioniert recht sanft. Ich bin mal gespannt, er ist noch hier in einem Prototypenstadion. Das sieht man auch da dran, hier unten sind so ein paar Gebrauchsspuren schon an der Gummierung. Ansonsten recht schöne, man sieht jetzt, habe ich ihn gerade aus dem Konzept gebracht, er orientiert sich wieder neu. Recht schönes Finish eigentlich von dem Produkt. Man muss noch warten, 2-3 Wochen. Ende Oktober wahrscheinlich soll er verfügbar sein, spätestens wohl Anfang November. Das hier ist noch ein erster Prototyp.